heute befinde ich mich mal hier in Ransbach-Baumbach in der Stadthalle und hier finden die internationalen deutschen Meisterschaften im Bodybuilding und in Fitness statt. Hier gibt es sehr viele sportliche Athleten und sehr viele interessante Zuschauer auch. Und da will ich mich heute mal umschauen, was es hier zu sehen gibt. So, jetzt gehen wir mal in den Aufwärmbereich, ja, und gleich sind die Damen dran. Hier wärmen sich schon die Damen auf. Ist das jetzt schon Bodybuilding oder ist das die Fitnessabteilung? Fitness. Ah, okay. Bodybuilding, ist das auch noch Fitness? Nee. Oder ist das schon Bodybuilding? Das ist ja. Das ist schon Bodybuilding, ja. Und du hast Knoblauch gegessen. Ich habe Knoblauch gegessen? Ja. Nein, die Leber stinkt einfach. Schönen guten Tag, machen Sie auch mit hier? Ach doch, ja. Nein, Sie sind der? Präsident. Sie sind der Präsident? Exakt und selbstständig. Der Präsident des Bodybuilders, wie nennt sich das? Des Deutschen Bodybuilding und Fitnessverbandes. Ah, sind Sie selber denn noch aktiv? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Eher im Bauchbuilding. So, das muss aber reichen langsam, oder? Für dich schon. Also mehr, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie jetzt noch ein Nudelholz in der Hand haben, ja, da wird mir wirklich Angst und Bange. Da können Sie ja ganze Städte mit auslöschen. Nein, sozusagen. Die sind alle ganz lieb. Oh. Ich habe da eben ein paar Frauen gesehen, die hatten weniger Titten als Sie. Mann, ja. Das muss ich sagen. Oh, guck mal, da vorne ist aber. Guck dir das mal an. Das ich habe schon gehört, dass der Stefan Raab da ist. Das sieht ja aus wie im Comic. Ja, das ist ja unfassbar. Das ist nicht reingestopft. Das ist alles echt. Ja. Ich werde bekloppt. Ja. Das ist ja unfassbar. Wie geht das denn? Wie breit sind die? Haben das mal gemessen? Also der Brustumfang liegt so bei 1,52 Meter. 1,52 Meter? Ja. Mhm. Das ist ja so breit wie Peter Maffay hoch. Ganz genau. Kannst du mal gerade aufmachen? Ja, das. Ich glaube, ich meine, da ist immer noch ein Kissen drunter oder so. Unfassbar. Lass mal. Tiere hast du auch noch unterm Hemd. Ja. Wie nennt ihr Leute die nicht? Ihr habt doch bestimmt so Spitznamen für Nicht-Bodybuilder, oder? Ja, was? Hautständer. Hautständer? Ja, ich bin ein Hautständer. Damit schmiert ihr euch ein? Ach, damit ihr das so aussieht, so braun aussieht. Ach, das ist Farbe. Ich dachte, das wäre alles Solarium. Was heißt 76? Startnummer. Ach, Startnummer. Ah, okay. Ich dachte Millimeter. Schönen guten Tag. Oh, Wissen, ja, ich sehe schon. Das ist. Das sieht schon. Sieht auch ein bisschen gefährlich aus, so. Wenn man da. Sie sind der? Ich bin der Hari. Der Hari. Alter Germane. Alter Germane, ja, ich sehe schon. Das ist. Kann man mal ein bisschen was sehen? Nö, dann nicht, muss nicht sein. Das ist ganz wie Hari, wie du das möchtest. Ja? Aber so ein bisschen, mal gerade gucken. Harry, zeig mal ein bisschen was. Das ist mal. Du Scheiße, wie das. Das ist ja einfach. Ja, genau, Bauchbeine ziehen. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Du bist ein sehr, sehr netter Mensch. Hast du noch einen normalen. Arbeitest du nebenbei noch? Security, ja. Security, natürlich. Und zwar für mich. Harry, du bist mein Freund, ne? Dass das mal klar ist. So. So, irgendeiner, der was gegen mich hat, der Harry ist mein Freund. Was machst du normalerweise im normalen Leben? Ich bin Orthopädie-Mechaniker. Was? Ich baue Prothesen, Beinprothesen. Ah! Der Harry macht einfach die Oberschenkel ab und du sagst, ach, und dann sagt der Harry, ich hätte da jemanden, der könnte Ihnen neuen besorgen. Machen Sie heute auch mit? Ja, ich mache heute auch mit. Das ist ja unfassbar. Also für die beste Frisur haben Sie auf jeden Fall schon mal. Das ist ein bisschen Hulk Hogan-mäßig. Ja, ich bin Little Hulk Hogan. Wenn man den nicht Bart hier anfassen. So. Achso, nicht. Natürlich, fast den Bart. Niemals würde ich den Bart anfassen. Es sei denn, der Harry ist dabei. Ja. Ja. In welcher Klasse sind Sie dann sozusagen? Schenkelbürste oder was? Macht das Eindruck auf die Jury? Sagt die Jury ja? Oder ist der Jury der Bart eher egal? Hauptsache Sack rasiert. Der sieht echt aus wie frisch aus dem Wienerwald, von der Grillstange genommen. Mhm. Naja. Das ist gar nicht so hart, wie man meint. Ja, das kommt doch an. Das ist ein bisschen. Oh ja, so ist es hart. Jetzt sehe ich es. Oh, guck mal hier. Du hast einen weißen Punkt. Ja. Du kannst so richtig damit. Kannst du so richtig flattern lassen hier? Ja, na klar. Oh, wie lustig. Nicht wahr? Ja, das würde man sich so bei mancher Frau wünschen, oder? Dann viel Glück heute Abend und. Wie sagt man? Gut. Schwell. Pass mal auf, kannst du so eine Pose machen? Und ich spiele dazu das Bodybuilder-Lied. Ah. Kennst du das Bodybuilder-Lied? Nee. Ich spiele das Bodybuilder-Lied und lasse das letzte Wort vom Bodybuilder-Lied, das musst du raten. Okay. Du hast so viele Muskeln am Nacken,
und am Arm. Du hast zu viele Muskeln an den Hacken, selbst im Darm. Du hast zu viele Muskeln von den Fersen bis zum Schopf. Du hast zu viele Muskeln, nur leider nicht im Job. Job? Nee, Job ist natürlich. Nee? Ja, leider kein Job. Ja, das ist natürlich auch. Sehr gut, ja. Okay, es gibt aber noch eine andere Variante und zwar geht die so. Du hast so viele Muskeln von den Fersen bis zum Ohr. Du hast so viele Muskeln, doch leider nur ein kleines. Ohr. Ohr! Ja, vielen Dank. Ich muss dann auch weg. Tschüss, ne?